Herr Dr. Merk, dreifacher Weltschiedsrichter, wie schafft man das? Wie wird man die Nummer 1? Ja, irgendwo überhaupt im Leben, im beruflichen, privaten Umfeld die Nummer 1 zu werden, im Sport natürlich auch, das ist eine Kausalkette. Das ist überhaupt nicht mit wenigen Sätzen zusammenzufassen. Ich glaube, man muss natürlich immer an sich glauben. Man muss seine Basiswerte verfolgen, die für mich immer in diesem Bereich diese Begeisterung, diese Identifikation waren. Es war immer der Wille, Ziele zu erreichen, sich Zwischenziele zu setzen. Insgesamt ja, immer in diesen schwierigen Phasen, die auch gerade ein Schiedsrichter in dieser Lebensentscheidungswelt hat, an sich zu glauben. Und natürlich ist es viel mehr. Der Außenstehende wird sagen, ja gut, wie wird man die Nummer 1? Man muss die meisten richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, im Leben ist es unglaublich wichtig, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber es wird uns alle im Leben passieren. Egal wo, wir werden Fehlentscheidungen treffen. Für einen Schiedsrichter die Nummer 1 zu werden, heißt mehr wie nur richtig zu entscheiden. Er muss ein guter Psychologe sein. Weg vom Schiedsrichter, vielmehr zum Spielleiter, zum Spielmanager. Er muss das Spiel lieben, muss es als Manager laufen lassen können und er muss sich mit den Spielerpersönlichkeiten eben positiv auseinandersetzen können. Wenn dir es im Leben gelingt, den gegenüber zu deinem Mittelpunkt zu machen und ihm das Gefühl zu nehmen, dass du dich mit ihm beschäftigst, dann hast du natürlich die oberste Stufe erreicht. Es gibt im Fußball unglaublich viele gute Schiedsrichter, die in der Lage sind, richtige Entscheidungen zu treffen, aber vielleicht das letzte Prozent, das zeigt sich darin, dass man ein guter Psychologe ist, dass man den Mensch gegenüber erkennt, auch den Mensch unglaublich schätzt und dass der andere das Gefühl hat, bei dem bin ich gut aufgehoben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Nummer1.de, das Netzwerk zur Förderung des Mittelstandes.